Namaste und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Hochfrequentler-Freunde, zu einer weiteren Folge von Raise Your Frequency. Ich stehe hier gerade mitten auf einem Feld, auf einer ungemähten Wiese, die ja heutzutage sehr eher eine Seltenheit, aber für mich ein wahres Paradies an Kräutern. Und deswegen konnte ich mich auch nicht beherrschen und wollte sofort ein neues Video für euch aufnehmen. Ich könnte hier stundenlang mit euch Zeit verbringen, aber ich werde heute zwei Wildkräuter euch gerne näher bringen. Und das ist zum einen der Wiesenbärenklau und die kleine Braunelle. Der Wiesenbärenklau ist eine super Salatpflanze, richtig lecker, also wahnsinnig toller Eigengeschmack. Du brauchst fast gar nichts dazu, also auch die Blätter im Vorbeigehen zu pflücken und zu essen ist der absolute Genuss. Nicht so extrem herb oder würzig, aber oder vor allem nicht bitter, sondern einfach würzig, kann man sagen. Er enthält viel Eiweiß, er enthält Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium, so die wichtigsten Mineralien in unserem Körper mitunter. Er enthält Vitamin A und Vitamin C, er enthält Linolsäure, also da hat man auch echt ein Wahnsinnsspektrum an super heilkräftigen Inhaltsstoffen oder Vitalstoffen und Nährstoffen. Und genau, der Name rührt daher, dass seine Blätter aussehen wie Bärenklauen, natürlich macht Sinn. Was man noch wissen sollte, manche Leute reagieren relativ empfindlich auf den Wiesenbärenklau. Der enthält auch noch sogenannte Furokumarine. Und in Kombination mit Sonneneinstrahlung wird das Ganze, kann es zu phototoxischen Reaktionen führen. Also sagt dann auch Wiesenbärenklau-Dermatitis oder Wiesendermatitis. Manche Leute, die empfindlich sind und in Berührung damit kommen, reagieren darauf wie mit so allergischen Hautreaktionen. Je jünger die Pflanze, also je jünger die Triebe, umso weniger Furokumarine enthalten sie und umso zarter sind sie auch und so besser einsetzbar als Salatpflanze, also als Salatbeigabe. Natürlich kann man alles mit dem Bärenklau machen. Ich schmeiße ihn auch mit in den Mixer oder tue ihn mit in als gedünstetes Gemüse oder sowas, zusammen mit Brennnesseln und allem Möglichen als Spinat. Ganz feine Sache. Genau. Bevor wir zu... Oder doch, ich sag die Sachen von der kleinen Braunelle erst, bevor wir sie uns anschauen. Die kleine Braunelle oder auch nur Braunelle oder Brunelle ist auch eine Wahnsinnsheilpflanze. Sie wirkt stark antibiotisch, antiparasitär, antifungizid, antibakterizid, also sogar antiviral, nur ganz ohne die Nebenwirkungen, nur dass deine Darmflora nicht mit weggefetzt wird, wenn du dir die Braunelle reinziehst. Sie wurde eben viel für Diphtherie, gegen Diphtherie eingesetzt früher, also und Diphtherie wurde damals auch Halsbräune genannt. Daher trägt sie vermutlich ihren Namen, kleine Braunelle. Sie ist für womöglich zu verwechseln mit dem Günsel. Sehen sich etwas ähnlich, sind beides Lippenblütler. Der Bärenklau ist übrigens ein Doldenblütler, zeige ich euch gleich auch. Seht ihr dann. Und ja, enthält ganz viele, also nicht so viele herkömmliche Nährstoffe, aber viele von den sekundären Nährstoffen, Pflanzenstoffen, die Braunelle jetzt wieder. Viele Flavonoide, ätherische Öle, Kämpferol, sind alles so Stoffe, die stark immunanregend sind, sehr, sehr starke Antioxidantien. Das macht also auch ihre Wahnsinnsheilkräfte aus. Sie ist vor allem super einsetzbar bei Halsbeschwerden, also bei Halsrachenentzündungen, aber auch verdauungsanregend, genauso wie der Bärenklau übrigens auch, allgemein stoffwechselanregend und verdauungsförderlich anregend, genau. So viel mal so zu den beiden Pflanzen, jetzt zeige ich die euch mal. So, hier haben wir also den Bärenklau. Das hier ist eine seiner Bärentatzen, seiner Pranken. Und ja, also ich habe davon jetzt noch nie was phototoxisch irgendwie gemerkt. Je älter eben die Blätter, umso höher das Risiko, aber ich scheine da nicht empfindlich drauf zu reagieren. Das hier, hier wächst also eine seiner Blüten,
heraus aus dem Stängel. Das sind also Doldenblütler, nennt man die, die hier so strahlenförmig aus dem Hauptstiel kleinere Stiele bilden und dann viele, viele kleine Blüten haben, wie eben eine Traubendolde, viele kleine Blüten an einer Stelle. Das sind die Doldenblütler, da gibt es auch einige, die man nicht essen sollte. Generell sind die Doldenblütler immer die, die sehr, sehr würzig sind, die viel, sehr aromatisch sind, sowas wie Petersilie, Giersch gehört dazu, Dill, Fenchel, Möhre, alles was sehr, sehr aromatisch und würzig ist, sind meistens Doldenblütler. Genau, also zieht euch den hier rein, der ist echt super lecker. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja. Es gibt auch noch den Riesenbärenklau. Bei dem sollte man also wirklich aufpassen. Der ist also auch riesig, riesengroß. Sie sehen sich schon ähnlich, aber das sind eher so palmenartige Gewächse schon fast. Und der enthält wirklich sehr viel von diesen Furukumarinen und ist daher sehr, ja, das ist dann schon gefährlich, mit dem in Kontakt zu treten und Hautkontakt zu haben. Hier, was hier so lila blüht, direkt daneben, ist also die kleine Braunelle. Sie hat immer so paarweise angeordnet, sich 90 Grad gegenübergestellt, immer diese Zweierblattpaare. Und hier diese unverwechselbaren oben. Das ist, sieht so ähnlich aus wie beim Günsel. Der hat auch so, ich finde, sieht aus wie so wolkenkratzermäßig, diese Türme, wo er seine Blüten dann dran hat. Je nachdem, wie groß die Pflanze ist, wird der echt richtig groß, dieser Turm, immer größer. Und genau, sie ist auch wundervoll mild, also die könnt ihr auch super einfach so pflücken und essen im Vorbeigehen. Und als Salatdeko auch benutzen. Hui! Genau, so viel mal zu diesen beiden herrlichen Kräutern. Also, ich kann euch nur sagen, der Bärenklau schmeckt so geil. Mit der Phototoxisch keine Spur. Ich wusste das bislang auch nur vom Riesenbärenklau. Also da muss man echt aufpassen. Das mit dem Wiesenbärenklau habe ich jetzt gerade erst gelesen, dass da auch die Furukumarine drin sind. Aber in einer viel geringeren Konzentration. Also genau. Schnappt euch die Wildkräuter. Ich hoffe, ihr verbringt viel Zeit mittlerweile in der Natur und esst viele Kräuter und es geht euch hervorragend. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Liebe. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal oder schreibt was in die Comments. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Euer Filipovic. Ciao.